Wetten, dass dieses kleine Gerät schon bald zum festen Bestandteil in Ihrem Auto wird? Damit bekommen Sie nämlich Ihre MP3s aufs Autoradio, ohne ein einziges Kabel zu legen. Sie müssen nur Ihre Musikdateien auf einem USB-Stick gespeichert haben. Alternativ können Sie natürlich auch einen MP3-Player oder einen CD-Player anschließen. Leichter geht es nicht. Einfach Ihren Player an den Transmitter stecken und diesen in den Zigarettenanzünder Ihres Wagens. Schon können Sie auf die Sendersuche gehen. Der Clou an dem Transmitter ist nämlich, dass er die Musik von dem Player per Funk aufs Autoradio schickt. Damit das klappt, brauchen Sie nur eine freie Frequenz im UKW-Spektrum. Keine Sorge, davon gibt es genügend. Stellen Sie die gewünschte Frequenz auf Transmitter und Radio ein. Schon spielt das Radio die Musik von Ihrem Player ab und Sie können die Lieder hören, die Ihnen wirklich gefallen. Dabei können Sie die Songs normal oder nach dem Zufallsmodus abspielen lassen. Genauso funktioniert das Ganze, wenn Sie statt Ihres MP3-Players oder CD-Players einen USB-Stick anschließen. Diesen schließen Sie über den USB-Port an den Transmitter an. So kommen Sie ganz ohne neues Radio oder aufwendige Einbauten zu Ihrer eigenen Musik im Auto. Da machen auch längere Autofahrten wieder Spaß. Eine Einschränkung gibt es leider. Das Gerät ist nur in Deutschland erlaubt.